einen wunderschönen guten Tag gewünscht hat draußen, meine Lieben. Wie ich es vorhin schon angekündigt habe, heute früh im Ende des letzten Videos. Wir sind einkaufen. Manushi ist eingeschlafen, gerade auf der Fahrt. Naja, es sei ihr gegönnt, ne? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Soll ich den nehmen? Gehen wir bei Spar einkaufen? Ja, du kannst sie ja jetzt nicht in den Wagen setzen. Achso, ich kann sie halt auch nicht so halten, sie ist halt überschwer, ne? Dann gib her, dann trag ich sie und du nimmst den Wagen. Oh. Warte, wir müssen mal hier weg. Guck mal. Hi! Nimmst du mal den Einkaufsschub, den brauchen wir ja jetzt hier. Genau, mein Ziel ist es, für mehrere Tage einkaufen zu gehen. Ich hoffe, dass wir jetzt hier ein bisschen Auswand haben. An, keine Ahnung, Tomatensoße vielleicht wieder nochmal. Oder irgendwas anderes. Vielleicht simple. Was? Nein. Warum soll ich denn da hin? Ja, wegen der Hose. Wegen der Hose? Ja. Warum steht man denn mitten im Eingang? Es gibt ja hier noch andere Sachen. Wir gucken jetzt erstmal ganz kurz wegen Einkauf. Mara, guck mal die Hose da vorne. Von dem Mehl? Ja. Wir gucken mal bei Interspar, ob wir da alles finden. Ansonsten müssen wir hier nochmal rein, ja? Wegen dem Deo und Farb. Was für Tücher brauche ich? Farb. Irgend so eine Tücher, die Farbe voneinander abhält oder so. Keine Ahnung, müssen wir mal suchen. So. Wir können Wäsche waschen. Yay. Die Waschmaschine ist frei, jetzt muss ich mich beeilen. Mara hat die jetzt frei. Ich habe jetzt schnell alles eingepackt. Waschpads, Farbtücher. Jetzt geht's schnell zum Waschen. Puh. Wieso nicht so rennen? Das ist das erste Mal, dass ich jetzt eine Wäsche wasche. Ich habe zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Maschinen. Dunkel und hell. Und jetzt muss ich gucken, wie das funktioniert schnell. So. Und wir sind heute Abend auch verabredet. Wir wollen einen Grillabend machen. Und Spieleabend. Ja, mach langsam, dass du dir nicht wehtust. Gleich angekommen. Yay. Puh, bin jetzt aber, ey. Ich muss noch die Tücher holen, Waschpads holen. Ich kann die ganze Zeit los, wenn du mit deinem Auto weißt, wo es ist. Und einfach mal die Wäsche raus. Ja, hier nimm mal den Chip da. Pass auf, wo du da was reinschmeißt, bitte. Das hier ist. Mama. Ja, mach das hinziehen. Achso, mal nicht probieren. Nicht viel. Guck, wie viel. Mal nicht hinein. Zeig! Zeig, wo du genau. Pass alles rein, das ist natürlich geil, ne? Willst du reinschmeißen? Nee, warte mal. Mal gucken, ob diese Dinger was bringen. Ich hoffe es sehr. Ja, bei mir sind eh nicht von mir sogar drin, oder? Ich will ganz kurz gefährden, oder nicht? Das interessiert mich eigentlich nicht. Okay. Ist das Freiflein? Ja. Hatte? Ja, genau. Start machst du an. Musst du nicht was reinmachen? Hab ich schon. Das ist jetzt fertig, ja? Ja. Alle 50 Minuten? Ich gebe dir noch 10 nach. Zeit. 11 nach. Ja, 10 nach. Ich hab 12 Brot. Nach. Warte, wie viel ist da mal? Okay. Cool. Geschafft? Ja, also ich hoffe es. Gucken wir mal. Ich habe jetzt einfach 40 Grad gemacht.
Ja, 40 Grad. Mit so einem Farbtrenntücher und so ein Gedöns. Ja, das kommt okay. Hin. Alles klar, danke schön. Ganz ehrlich, Leute. Und das ist das, was ich hier tatsächlich liebe, ja. Man denkt nur, du hast eine Frage, ein Fragezeichen über dem Kopf und schon kommt jemand und fragt dich, ob du Hilfe brauchst. Ich liebe es. Was? Ey, ja, warte mal hier, dann halt mal fest kurz, dann kann ich mal Pipi machen. Das ist ja hier, ne? Ja. Okay, cool. Dann habe ich noch eine Wäsche danach. Wo ist Malu? Da. Dann habe ich jetzt noch eine Wäsche. Und dann... Ich gehe draußen, glaube ich. Ich habe jetzt noch eine dunkle Wäsche und dann habe ich alles. Sind das hier Duschen oder sind das Toiletten? Die ist da. So. Die Wäsche müsste gleich fertig sein. Jetzt habe ich mich bewaffnet hier mit dem Geschirr, Besteck. Mara müsste eigentlich mir jetzt hinterherlaufen mit dem anderen Geschirr. Autsch. Geschirr, Besteck, ja? Weil ich zwei Sachen habe. Das heißt, wir machen jetzt schnell den Abwasch, warten auf die Wäsche. Dann kann ich die aufhängen. Ich hoffe, dass es alles gut geklappt hat mit meinem weißen T-Shirt. Ey, oh Gott. Und Maras weiße Hose. Dann wollte ich eigentlich, was wollte ich machen? Tzatziki. Weil wir nachher Besuch bekommen. Zum Grillen. Genau. Und da müssen wir ja irgendwas haben zum Anbieten, ne? Ich wollte Tzatziki machen jetzt. Ich weiß nicht, aber nicht, ob das viel zu wenig ist. Das wusste ich ja nicht, dass da noch jemand zukommt. Egal. Sieht gut aus, glaube ich. Ist schon fertig? Ja. Ja, und mein weißes, teures T-Shirt. Ich dachte, geteiltes Leid ist halbes Leid. Lass mich mal gucken, ob wir so ein Schmutzfängertuch finden. Ich habe noch keins gefunden. Wir müssen eigentlich so... Das sieht mal gut aus. Hier. Ist jetzt nicht farbig. So, jetzt auch Abwasch. Wollen wir damit rüber gehen oder wollen wir es hier machen? Wollen wir es hier rüber gehen? Wollen wir es hier? Kostet da gerade jemand? Ich glaube ja. Hallo. So, jetzt kann ich euch das mal ganz gut zeigen, wie wir hier hausen. Wir haben jetzt auch endlich gerade mal unsere Lichterkette angebracht. Also, sie gehört noch mit zu uns, das hat Malushi gerade runtergeschmissen. Unser Wäscheständer. Dann haben wir hier das Vorzelt. Zeig mal meine Ameisen-Dings. Wo denn, was denn? Hier. Maras beschäftigt sich mit der Natur. Er hat ein Ameisen zu Hause gebaut. Richtig? Ertrinken und essen können. Die mögen ja süßes Essen, ne? Ja. Und guck mal, das ist doch süßes weiße Ding, oder wie das heißt? Tic-Tac. Ja, ist doch süß. So. Wir haben hier unsere kleine Tür gelassen zum Rein- und Rausgehen. Das da hinten ist ein Frosch. Wir haben uns jetzt hier noch eine Lichterkette dran gemacht. Weißt du was, Mama? Komm mal her, aber hier kann ich nicht so laut sagen. Warte kurz. Wir haben jetzt hier Platz noch gemacht, weil wir kriegen gleich noch Besuch. Da kommen noch die Stühle hin. Deswegen haben wir das alles so zusammen gemacht. Ich gucke mir auf TikTok immer so an.
wie manche Mädchen so von ihrem Büro, Beruf so, die haben immer so Sparsachen, so Sparboxen, okay? Ja. Und die machen das dann immer jeden Tag von der Woche. Und ich habe mir das so angeguckt und ganz viele Videos davon. Und ich glaube, ich habe beschlossen, ich werde Stripper. Und dann gucke ich mir wirklich so Videos an, wo die so abzählen, was sie so gemacht haben in der Nacht. So scheiße, ey. Ja, und hier drinnen sieht es halt so aus. Hallo. Was machst du? Hallo. Hat der Papa das gesehen? Ja, sie macht Pause. Ach, sie macht Pause. Und was machst du? Pause. Arbeiten in deinem Urlaub. Nee, ich mach Pause vom Urlaub. Ist so scheiße, ey. Ja, ich komme gleich. Matthias macht immer das Bett und sowas. Hier ist jetzt gerade irgendwie eine Bombe explodiert. Ich weiß nicht, warum das hier alles rumsteht. Normalerweise steht es nicht da. Da ist unser Wäschedings. Warte, ich komme gleich raus. Und hier sind wir gerade noch am Werkeln. Ich habe jetzt die Flaschen hier abgegeben. Das sind so Sachen, die... Ich habe vergessen, die Kartoffeln zu kochen. Scheiße. Müssen wir draußen machen, schnell. Ja, müssen wir auch machen. Mama. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja, die Leute sind hier. Wir haben ja hier den Grill. Dann machen wir halb Grill und halb... kriegst du das hier gerade hoch, Maris? Das? Ah, hier. Da kann ich nämlich auch einen Topf draufstellen. Und dann können wir dann nämlich den Topf mit draufstellen. Okay, jetzt kochen. Dass er mir die Kartoffeln kocht, richtig gut. Das machen wir nämlich, weil in 5 Minuten kriegen wir Besuch. Ich habe das jetzt weiter gemacht, weil die Ameisen sind ja überall. Dann habe ich das Essen in die Mitte gelegt. Mama, mach jetzt die Kartoffeln. Ich dachte, jetzt kommen schon welche. Mach mal deinen Besen hier noch weg, Maris, bitte. Okay. Gut, ich mache hier noch mal schnell meine Teile hier weg. Mein Badet-T-Shirt, warte. Und die Decke. Leute, Schwächeanfall oder was? Ach, Leute. Könnt ihr nicht einfach zu Hause schlafen? Ja. Wo ist denn mein großer Topf schon wieder hin? Dann brauchen wir den Henkel, ne? Das System, was ich hier im Übrigen gekauft habe, ist ganz geil. Also man hat ja hier immer so und einen Henkel. Und es ist wirklich massiv, also wirklich, das ist richtig cool. So. Also eigentlich sind wir im Großen und Ganzen ganz gut sortiert, oder Thias? Ja. Muss ich da jetzt draußen irgendwas Bestimmtes beachten oder willst du das machen? Nein, ich muss volle Pulle aufdrehen. Welche nimmst du denn? Die rechte Seite, die sauber war. Ja, genau. Mama! Mama! Ja? Hast du Pause gemacht, mein Süßer? Ja, machst du Pause? Nee, die hat da den Nintendo, deswegen. Ja, natürlich. Oh weia, leg den mal wieder zurück, wenn das der Maris sieht, der wird da böse. Das Problem ist, ich reiß gleich das Kabel ab. Manuschi, hinlegen. Hinlegen, oben aufs Bett drauf. Komm mal bitte her kurz. Nimm mal die Nintendo, mach die mal wieder aufs Bett drauf, schnell. Warte mal, ich guck doch noch mal hier schnell, dann kann ich einmal diese 7 Liter Wasser noch mehr machen. Wie geht es da rauf aufs Bett? Ja, ich habe jetzt erstmal das. Achso, ich habe das jetzt zugeklappt, war natürlich dumm, weil er jetzt noch hoch geht. Idiot. So, Topf ist ready. Dann gehe ich jetzt raus. Wenn ich zuklappe, dann geht er natürlich. Manuschi, komm mal mit raus. So.
ein bisschen schwer mit einer Hand. So, dann setze ich mich jetzt mit dem Stuhl hier draußen, wa? Weil ich dann lieber auf Maluschi aufpasse. Hallo! Ich weiß nicht warum, aber hier diese Sonnenuntergänge sind einfach anders genial. Ich weiß gar nicht, ob man das schon mal sieht in meinem Gesicht jetzt. War das mal? Ja, sieht schon schön aus, ne? Bin ich überfokussiert jetzt? Sieht so ein bisschen aus, als wenn der Himmel brennt, ne? Sieht schon schön aus, so. Ich finde, von der Kamera kommt das aber nicht an, das weißt du so schön rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Wir haben gerade Besuch da. Das ist unser Leuchtezelt. Ist voll schön geworden. Ich zeig mal hier. Schön, dass es jetzt aussieht, ne? Ach, hier ist ja die Tür offen. Auf der Sportplatz hier. Wir räumen jetzt mal auf. Wir räumen jetzt die ganzen Teller ab und ein und Essensreste weg. Und ich glaube, dann fangen wir an, eine Runde zu spielen. Mal gucken, was es wird. Maluschi macht gerade eine Pause. Guten Morgen. Wir sind noch hier am Reste sortieren, wie wir das hier alles machen mit dem Wegräumen und so. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich vlogge viel lieber, wenn ich nicht zu Hause bin, als wenn ich zu Hause bin. Hier habe ich gar nicht so einen Druck, Dinge nicht zeigen zu wollen, zu können, zu dürfen, wie zu Hause. Das ist voll krass. Ich will weder, dass ihr wisst, wo ich wohne, noch dass... Lass uns einfach um den Campingplatz ziehen. Irgendwelche Hinweise, wo wir wohnen könnten. Und oh, das ist einfach so hardcore anstrengend, dass es kaum Spaß macht, zu Hause zu vloggen. Jetzt aus halt aus dem tiefsten Herzen gesprochen. Also ich vlogge hier viel, viel lieber als zu Hause. Weil ich hier auf nichts achten muss. Einfach drauf losfilmen. Voll geil. Okay, das war zum Beispiel in Oranienburg auch anders. Weil da das Zuhause einfach übelst abgeschirmt war durch Mauer, Tor, Platz. Oh, wie krass mein Nietnagel. Mhm. Willst du noch mehr? Sie sieht ganz genau, aus welcher Schüssel ich das nehme. Weil aus ihrer Schüssel, das möchte sie nicht. Sie ist ein kleiner Fuchs, wa? Das ist aus ihrer Schüssel? Mhm, warte. Erstmal runterschlucken. Mal runterschlucken. Bist du schon fertig? Mach den Mund auf. Hör mal auf, so zu ticken, Alter. Gibt's genügend aus ihrer Schüssel? Ich will sie jetzt auch essen. Teufel. So, dann habe ich gerade eben die Nachricht bekommen, ey, dass mein Kinderarzt, wo ich seit 19 Jahren mit meinen Kindern bin, schließt. Der schließt einfach. Aus gesundheitlichen Gründen. Das geht natürlich. Das ist so, dass du musst, als wenn du es da rausnimmst. Ich bin sehr beim Mund voll. Du musst weiter herkommen. Ich will mich immer austricksen lassen, ne? Ja. Also. Jetzt hat sie nicht gesehen. Los, los, los. Maluschi! Nein, zeig nicht von Wurfwürfen. Wir machen schon so. Maluschi!
Wir haben jetzt hier hinter. Ach, das seht ihr. Das Malu schießen. Malu! So, ich sage jetzt erstmal, das ist hier von uns für euch bis morgen. Macht so, ich fange gleich den neuen Vlog an, wenn ich mich ein bisschen sortiert habe und irgendwie. Ach so, Leute, ich habe vorhin meine Baby-App geöffnet. Ich bin ja jetzt in die 14. Schwangerschaftswoche gerutscht. Ich habe jetzt einfach das zweite Trimester angefangen. Wie krass ist das denn? Es gibt nur drei. Ja, zweite Trimester angefangen. Ich werde jetzt erstmal gleich gucken, ob meine Wäsche den kleinen Mini-Nieselregen heute Nacht überlebt hat. Und dann gehe ich mit den Kindern nach vorne ans Meer, was ich dann euch auch zeigen werde. Und Pool und sowas. Scheiße. Okay, hallo, tschüss.